Er nannte es den spirituellen Lebensabend. Ich habe auch jetzt immer gut eingezahlt bei meiner Rente. Spirituell stark sind und auch unser Bewusstsein reinigen können für den ganzen Tag und ausrichten. Your Sadhana must be strong. Dein Sadhana muss stark sein. Ehrlich, aufrichtig und ernsthaft. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen Hallo. uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Vers für Vers, Erläuterung für Erläuterung. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Und sie wurden übersetzt und kommentiert und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind mittlerweile im 15. Kapitel des ersten Kantos, haben heute Vers 39 und haben einen besonderen Gast auch heute eingeladen, den ich euch hier jetzt mal mit in den Fokus bringe. Moment, ein Momentchen, 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 da ist er. Und zwar ist es aus Simhachalam, aus dem Gornitai Kutir, wenn ich das richtig erinnere, so nennt ihr das, ist Ja. das unser lieber Vedasara Prabhu, Hare Krishna. Ja, Krishna. Herzlich willkommen. Und wir hatten schon mal eine Ausgabe mit Vedasara hier vollzogen und ein bisschen über seine Lebensgeschichte erfahren. Wenn euch das interessiert, die ist ziemlich abwechslungsreich, also ein ziemlicher, also sehr interessant. Dann drückt hier oben auf das i für alle YouTube-Zuschauer, dann könnt ihr euch diese Folge mit der Sendung, die wir mit Vedasara über seine Lebensgeschichte gehabt haben, nochmal anschauen. Prima. Und wir hoffen, dass die Stabilität heute uns nicht total abhängt. Vedasara Prabhu, ich würde sagen, wir chanten ein paar glückverheißende Mantras. Vielleicht wird dadurch die Verbindung ja gestärkt, indem wir uns mit der Guru Parampara verbinden. Bitte schön. Om Ajnana Timiram Dasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nastya prayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavat yuttama Wenn man regelmäßig aus dem Srimad Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda.
Und alle zusammen, schaltet eure Mikrofone alle einmal ein. Ja. 3, 2, 1. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare. Und wir gehen direkt zu unserem heutigen Vers, den 39. im 15. Kapitel des ersten Kantos, und Vedasara chantet das Sanskrit. Maturayang tatavajrang shurasenapatin tataha rajapatyang nirupyeshtim agnin apibat ishvaraha maturayam In Mathura tata auch vajram Vajra, shurasenapatim König der Jurasenas. Tataha Danach Rajapatyam Vrajapatya-Opfer Nirupya durchgeführt habend, Ishtim Ziel, Agnin Feuer, Apibat entfachte in sich, Ishvaraha. fähig. Übersetzung. Alsdann setzte er Vajra, den Sohn Aniruddhas, Sri Krishnas Enkel, in Mathura als König von Shurasena ein. Danach führte Maharaj Yudhishthira ein Vrajapatya-Opfer durch und entfachte in sich das Feuer der Entsagung vom Familienleben. Nachdem Maharaj Yudhishthira Maharaj Parikshit auf den Herrscherthron von Hastinapura erhoben und Vajra, den Enkel Sri Krishnas, als König von Mathura eingesetzt hatte, trat er in den Lebensstand der Entsagung ein. Das System des Vanashrama Dharma, das die Menschen je nach Befähigung und Tätigkeiten in 4 Lebensstufen und 4 Kasten unterteilt, ist der Beginn wahren menschlichen Lebens. Maharaj Yudhishthira, der Schutzherr dieses Systems menschlicher Tätigkeiten, zog sich zur angebrachten Zeit als Sannyasi aus dem aktiven Leben zurück, indem er einem geschulten Prinzen, nämlich Maharaj Parikshit, die Regierungsverantwortung übergab. Das wissenschaftliche System des Vanashrama Dharma teilt das menschliche Leben in 4 Gruppen beruflicher Beschäftigung und 4 Lebensstufen ein. Die Einteilung in die 4 Lebensstufen Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und Sannyas muss von allen, ungeachtet der Berufsgruppe, befolgt werden. Moderne Politiker wollen sich nicht aus dem aktiven Leben zurückziehen, selbst wenn sie alt genug sind. Maharaj Yudhishthira jedoch trat freiwillig aus dem aktiven Leben, aus dem aktiven Regierungsleben zurück, um sich auf das nächste Leben vorzubereiten. Das Leben eines jeden muss so eingerichtet werden, dass er die letzte Lebensstufe, das heißt mindestens die letzten 15 oder 20 Jahre vor dem Tod, völlig dem hingebungsvollen Dienst des Herrn weihen kann, um die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erreichen. Es ist einfach Torheit, jeden Tag seines Lebens mit materiellem Genuss und fruchtbringenden Tätigkeiten zu verbringen. Denn solange der Geist an fruchtbringender Arbeit für materiellen Genuss haftet, besteht keine Möglichkeit, dem bedingten Leben und der materiellen Knechtschaft zu entkommen. Niemand sollte so selbstmörderisch sein, die erhabenste Aufgabe zu vernachlässigen, die darin besteht, die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erreichen, nämlich nach Hause zu Gott zurückzukehren. Ich lese nochmals den Vers. Alsdann setzte er Vajra, den Sohn Aniruddhas, Sri Krishnas Enkel, in Mathura als König von Jurasena ein. Danach führte Maharaj Yudhishthira ein Vrajapatya-Opfer durch und entfachte in sich das Feuer der Entsagung vom Familienleben. Ja, herzlichen Dank für das schöne Vorlesen. Und ja, Vedasara Prabhu, toll, dass du heute wieder mit dabei bist. Für alle, die dich noch nie gesehen haben, vielleicht ganz kurz. Du bist ein Brahmachari im Krishna-Bewusstsein. Das heißt, du führst das Leben eines Mönches und eines Missionares, wenn man das so altbacken mal ausdrücken darf. Das heißt, du bist eigentlich sehr viel unterwegs,
und bietest den Menschen überall auf verschiedenen Fußgängerzonen dieses Landes Srila Prabhupadas Bücher an, sprichst mit ihnen auch über den Inhalt. Oft triffst du sicherlich auch mal Leute, die die Bücher schon bekommen haben, kann ich mir vorstellen. Und es ergeben sich dann mal auch Gespräche. Du hast auch, ich bin immer sehr begeistert von deinen Fotos, die du öfters mal machst. Also wenn du Leuten dann ein Buch oder mehrere Bücher gegeben hast, dann fragst du sie sehr erfolgreich oft, ob sie dann auch mit dir zusammen ein Foto machen wollen, ne, um dieses schöne Erlebnis zu verewigen fürs Fotoalbum. Und ja, ich schaue mir diese Fotos immer sehr, sehr gerne an, weil ich auch sehe, dass die Leute meistens echt happy sind, dich getroffen zu haben und die Bücher bekommen zu haben. Man hat oft das Gefühl, dass sie zumindest in dem Moment irgendwie sich darüber bewusst sind, dass das ein gutes Zusammentreffen gewesen ist, was ihnen auch hilft. Ich kann mich an ein Foto erinnern, das war gar nicht so lange her, ein paar Wochen, da hast du so eine Frau getroffen, ich glaube in München an einem Bahnhof, und die hatte kein Geld dabei und du hast ihr dann aber trotzdem das Buch überlassen. Und tatsächlich dann ein paar Minuten später oder ein paar Stunden später hast du dann so eine PayPal-Übersendung bekommen und mit noch einer schönen Zusatzinformation. Vielen Dank für das Vertrauen. Und so kann ich mich noch dran erinnern. Ja, also das ist Veda Sara in einer ganz kurz gehaltenen Version seiner Persönlichkeit. Man könnte natürlich jetzt noch ganz viel mehr sagen. Ja, wir sind heute bei einem Thema. Der Clemens hat dem Ganzen einen schönen Namen gegeben vor ein paar Tagen. Er nannte es den spirituellen Lebensabend, von dem hier gesprochen wird. Finde ich sehr schön. Ich weiß nicht, Veda Sara, hast du schon mal das Wort Lebensabend gehört oder benutzt? Habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, wird immer im Zusammenhang mit Rente oder so verwendet, so im hohen Genau. Alter halt, genau. Ja, also ich kenne das auch so, ja, ich habe auch jetzt immer gut eingezahlt bei meiner Rente. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann ein Haus am See haben werde. Und dann mit einem Stuhl in meinem Garten gucke ich dann so auf den See und sehe, wie der Sonnenuntergang so stattfindet. So stelle ich mir meinen Lebensabend vor. Vielleicht sind auch meine Enkelkinder dabei. Hast du es auch schon mal so erlebt oder gehört? Oder ich hoffe, in meinem Lebensabend noch ordentlich viele Kreuzfahrtreisen zu unternehmen, habe ich auch schon mal erlebt oder gehört. Ja, vielleicht kannst du ja mal. Was fällt dir denn so darunter ein, wenn wir hier auch im Hinblick auf die Erläuterung, wenn wir hier von einem spirituellen Lebensabend sprechen? Ja, es ist witzig, dass du gleich zu Anfang darauf eingegangen bist, was so die meisten Menschen darunter verstehen. Und die meisten mögen ja dieses Arbeitsleben überhaupt nicht und ziehen keine Freude daraus so wirklich und freuen sich dann und fiebern schon fast dem entgegen, wenn sie dann endlich sozusagen nicht mehr arbeiten müssen und dann in der Rente sein können, weil sie dann endlich so die Illusion richtig genießen können. Dann müssen sie nicht mehr arbeiten, dann haben sie viel Zeit und dann können sie nochmal so richtig, so wie du das jetzt auch gut zitierst hast, ihre Sinne genießen. Und das ist erstaunlich oder halt ja auch sehr interessant, dass eigentlich spirituelles Leben genau umgekehrt ist. Ja, dass die Devotees, die Dienst machen, dass die sich eigentlich freuen, dass sie glücklich sind, beschäftigt zu sein im hingebungsvollen Dienst. Und dass auch umgekehrt dazu, wenn der Lebensabend anbricht oder bevorsteht, dass sie sich dann nochmal intensiver
darum bemühen, eben von fruchtbringenden Tätigkeiten, Sinnenbefriedigung und ihren ja, vielleicht auch philosophischen Lücken Abstand zu nehmen und noch mehr spirituelles Bewusstsein zu kultivieren, weil ja die Zeit läuft ja ab und man hat seine Pflichten getan im Haushälter-Ashram, hoffentlich gut, und kann dann eben sozusagen sich darauf konzentrieren, dass wenn man seinen Körper aufgibt, diese Welt verlässt, dass man dann eben so viel hingebungsvollen Dienst gemacht hat, sich darin geübt hat, diese Beziehung mit Krishna zu verwirklichen, dass man dann eben im besten Falle an Krishna denkt, ja, über ihn meditiert und dann einen spirituellen Körper in der spirituellen Welt bekommt und eben nicht mehr in diese leidvolle Welt geboren wird. Okay. Ja, verstehe. Ja, also als ich das erste Mal das Wort Lebensabend gehört habe, würde mich auch mal deine Meinung gleich mal interessieren. Ja, also dann habe ich so gedacht, okay, Lebensabend. Und dann kommt irgendwann die Nacht. Das muss dann ja wohl der Tod sein, ne? Dann schläft man irgendwann ein. Moment, und dann wacht man ja wieder auf. Dann gibt es also auch einen Lebensmorgen. Ja, also eigentlich ist das gar nicht so blöd, ne? Dieses Wort Lebensabend ist gar nicht so doof. Schade, dass die meisten, irgendwie fällt der Groschen gar nicht so richtig, weil es gibt ja nicht nur einen Tag, sondern nach dem einen Tag, nach dem heute kommt ein Morgen und ein Übermorgen. Und ja. Ich habe dann so in den letzten 2 Tagen so mal nachgedacht, wie du das eben auch schon erwähnt hast. Man bereitet sich dann vor, spirituell, dass man eben einen guten spirituellen Lebensabend hat, wo man eben sich noch mehr vertieft im Krishna-Bewusstsein, um dann, wie du es sagtest, nach Möglichkeit vielleicht sogar die Vollkommenheit zu erreichen und ja, zum Zeitpunkt des Todes so Krishna bewusst ist, dass man so besonnen und wie nennt man das, klar, ohne Furcht, fähig ist, sich an Krishna zu erinnern, den heiligen Namen zu chanten, um dann eben in die spirituelle Welt zu kommen. Oder aber, ja, also da kommt jetzt mein Gedanke. Ihr kennt es bestimmt, wenn man nicht so richtig, wenn man keinen guten Abend gehabt hat im Krishna-Bewusstsein und irgendwie vielleicht hat man noch ein blödes Telefongespräch geführt und sich geärgert oder einen Film geguckt über einen Clown, der eigentlich ein Horrormonster gewesen ist. Ja, solche Filme gibt es, die Kinder erzählen mir von solchen Filmen. Ja, und dann geht man damit ins Bett, vielleicht auch viel zu spät, so um 1 Uhr nachts. Ne, man hat noch diesen Clown da vor sich mit spitzen Zähnen. Und dann am nächsten Morgen klingelt dann der Wecker irgendwie um furchtbare 4 Uhr morgens. Und man denkt so, das kann ja wohl nicht angehen. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen und nur über gruselige Clowns geträumt. Und jetzt soll ich aufstehen. Und jetzt soll ich den Beatbag in die Hand nehmen. Und man merkt so, der letzte Abend war so furchtbar, dass jetzt auch der Morgen, der spirituelle Morgen, auch sehr, sehr schwierig ist. Ja. Und mit anderen Worten, so wie diese Leute sich darauf vorbereiten, durch das Renten einzahlen und nochmal in die richtige Aktie investieren und ich weiß nicht, den richtigen Schaukelstuhl noch rechtzeitig kaufen für den Lebensabend, die bereiten sich ja teilweise richtig drauf vor. Und genauso sehe ich da so eine Parallele für ein spirituelles Leben, dass man im Hinblick auf einen Tag auch schaut, dass man einen guten Abend hat, weil man weiß, nach dem Abend kommt die Nacht und dann kommt wieder der Morgen. Ich weiß nicht,
Was wären da auf deiner Seite so deine Gedanken? Ja, also das Interessante ist ja, dass die meisten, die auf materieller Ebene versuchen, dann in der Rentenzeit zu genießen, dann meistens so kaputt sind im hohen Alter und ja, sich totgearbeitet haben oder so viel sündhafte Tätigkeiten verrichtet haben, um an dieses Geld, die große Villa oder wie auch immer zu kommen, dass die meisten dann schon vor der Rente sterben, ihren Körper aufgeben und das gar nicht genießen können. Und das hört man sehr oft, dass dann die Leute krank sind oder überhaupt nicht mehr körperlich fit oder geistig, dass sie irgendwas noch machen könnten. Wohingegen man immer wieder auch hört, dass Personen, die halt ihr ganzes Leben versucht haben, sich spirituell auch weiterzuentwickeln, dass die das dann noch mehr konnten, sozusagen, weil einfach der Körper noch in Ordnung ist, weil die kein schlechtes Karma sozusagen kreiert haben, nicht über Leichen gegangen sind, um eine fette Rente zu haben oder wie auch immer. Und dann auch guten Gewissens auch nicht viel brauchen und dann viel reisen oder irgendwie so. Und das sieht man eben auch und was er uns auch das Bhagavatam und die Bhagavad Gita immer wieder erzählt, dass wenn man einfach spirituellen Dienst macht, dann sind automatisch diese vier Ziele der menschlichen Gesellschaft religiöse Entwicklung, ja, Wirtschaftlichkeit, Befreiung und Sinnenbefriedigung sind damit inbegriffen. Ja, das heißt, wir lesen auch im Bhagavatam von so vielen heiligen Königen, ja, Prithu, Priyavrata, Rishabdev, so viele, Jadabharat, ja, die ein großes Königreich hatten und sehr ihre spirituellen Pflichten erfüllt haben. Und dann aber, oder wie jetzt hier eben auch Yudhishthir im Bhagavatam, aber dann eben sozusagen trotz diesen ganzen Wohlstandes, einer schönen Frau, vielen Kindern, das verstanden haben, worum es geht, und dann aber auch glücklich waren, ja, zufriedengestellt durch das, was ihnen Krishna als Lohn sozusagen für ihre spirituelle Bemühung, ihr ganzes Leben lang im Haushälter-Ashram eben auch zur Verfügung gestellt hat, waren sie dankbar und konnten das dann auch loslassen, ja, weil sie eben im richtigen Bewusstsein waren, Krishna nie vergessen haben, auch immer zu seiner Freude ihre religiösen Pflichten ausgeführt haben. Und dann haben die meisten dann eben einfach, wie jetzt hier auch beschrieben wird, dann das Königreich an den nächsten Sohn weitergegeben, Maharaj Parikshit, in diesem Beispiel. Und sind dann, weil das Bhagavatam erzählt ja hauptsächlich von, oder die meisten Geschichten so aus dem Satya-Yuga zum Beispiel, und sind dann in den Wald gegangen, um sich Entsagungen eben aufzuerlegen. Und ja, dann gibt es sozusagen keinen Mangel mehr, weil dann über ihr ganzes Leben haben sie dann auch schon diese körperliche Lebensauffassung so transzendiert, sage ich mal. Und haben auch verstanden oder viele Realisierungen gehabt, wie Krishna eben in dieser Beziehung auf sie reagiert, sie auch zufriedenstellt, dass sie sich um nichts Sorgen machen müssen, dass sie alles bekommen, was sie haben. Dann hatten sie auch keine Angst, in den Wald zu gehen, haben sich dann noch mehr Bußen auferlegt und hingebungsvollen Dienst ausgeführt und konnten dann eben wirklich ganz frei und unbeschwert, ohne den Geist mit irgendwelchen Sorgen eben voll zu haben, ihren Körper aufgeben oder wurden direkt mit transzendentalen Flugzeugen abgeholt. Die Geschichten gibt es ja auch. Wow. Ja. Also du sagst mit anderen Worten, ein Spiritualist, der führt ja schon, während er sogar jung ist und dann vielleicht ins mittlere Alter kommt, er führt ein Leben der Klarheit, ein geordnetes Leben, er hat einen festen Tagesrhythmus, wo immer spirituelle Inhalte im Fokus stehen. Er nimmt auch nicht jede Party mit, wie das ja viele Menschen tun. Die nehmen jede Party mit, jede Gelegenheit zu feiern und die Sektflasche zu öffnen. Und auch dann gibt es Menschen, die nehmen auch jeden Seitensprung gerne wahr und so. Und das, da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann, wenn man dann nachher
ja, den Lebensabend dann betritt, dass man dann ja von diesem ganzen, ja, von diesem bewegten Leben, so nennt man das ja oft, ein bewegtes Leben, er hatte ein bewegtes Leben, dass man dann nicht zu dieser Klarheit zurückfindet, weil man sie nie kultiviert hat. So, und vielleicht kannst du uns ja mal, vielleicht kannst du uns ja mal einen Einblick geben, wie du deinen Alltag so gestaltest, dass du ein Leben der Klarheit führst und dann ja im Lebensabend davon profitieren kannst. Wie sieht so ein Leben, ein Alltag von dir aus? So in Kurzform von morgens bis abends. Und triffst du bewusst Vorkehrungen, dass du einen guten Abend auch hast, um dann wieder einen guten spirituellen Morgen zu haben? Schöne Frage. Ja, es gibt einen festen Ablauf, wobei der auch teilweise dynamisch ist, weil ich ja entweder im Van reise und dann geht es auch mal drunter und drüber oder eben im Tempel bin. Und im Tempel haben wir ja Geht es so. manchmal auch drunter und drüber im Tempel? Da geht es auch manchmal drunter und drüber, aber da ist so dieses Ding, dass da halt die Struktur vorgegeben ist. Ja, und da empfiehlt ja auch das Bhagavatam, wenn man sich an 5 Dinge hält, dass man dann in einem sicheren Boot sitzt, um den materiellen Ozean zu überqueren. Ja, wenn man täglich aus dem Bhagavatam hört, wenn man mit Gottgeweihten Gemeinschaft hat, wenn man sich an einem heiligen Ort befindet, wenn man Hare Krishna chantet. Und eine Sache habe ich, glaube ich, vergessen. Vielleicht wisst ihr einer von euch. Tulasi Devi verehrt, Ist bewässert. auf jeden Fall sehr gut. Aber ich glaube, das ist keiner der 5 Punkte. Aber der springende Punkt ist, dass Srila Prabhupada hat so dieses perfekte Programm eigentlich gegeben, wie wir Krishna-Bewusstsein ausführen können. Und da versuche ich natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen das halt umzusetzen. Ich stehe so gegen, ja, so zwischen 3 Uhr. Ich versuche gerade immer um 3:36 Uhr aufzustehen, weil das heißt, da ist immer Chaitanya Mahaprabhu aufgestanden. Ah, okay, interessant. Aber da sollen wir uns ja immer ein Beispiel daran nehmen. Aber ich stehe immer so zwischen 4:30 Uhr und 4:30 Uhr auf. Im Sankirtan-Van wird es auch manchmal etwas später, weil dann braucht man mehr Schlaf. Es ist auch sehr intensiv. Und dann wasche ich mich, nehme ein Bad. Ja, während ich ein Bad nehme, dann chante ich die Verse, die ich auswendig kann, so zur Erinnerung. Und es tut mir auch gut, so wach zu werden und mich da ein bisschen einzustimmen auf den Krishna-bewussten Tag. Sind das immer Und dieselben Verse oder sind das Verse, an denen du gerade sozusagen arbeitest, sie zu lernen? sowohl als auch. Also ich muss sagen, ich bin nicht so ein fleißiger Verselerner, wobei es heißt, dass ein Brahmachari eigentlich jeden Tag einen Vers lernen sollte. Und ich wiederhole aber gerade die Bhakti-Shastri-Verse von der Bhagavad Gita und hier und da einen Vers, den ich halt so noch auswendig gelernt habe. Und das tut sehr gut und da bin ich dann schon sehr klar am Morgen auch. Und so im Tempel fangen wir natürlich an mit Mangala Arati. Ja, den glückverheißenden Gebeten zum Guru, den 8 Gebeten, eine Singha Prayer, Tulasi Prayer und dann ist Chanten dran, dann ist Guru Puja und dann ist die Bhagavatam Vorlesung. So im Van machen wir das ein bisschen anders. Da tue ich oft, tun wir gemeinsam halt Chanten, Hare Krishna Chanten, 16 Runden. Und das sagt ja auch Srila Prabhupada, hat er zu einem Minimum gekürzt. Ja, früher haben die Devotees, die ernsthaft in der Schülernachfolge sein wollen, die haben 64 Runden chanten müssen unter Bhaktisiddhanta Maharaj. Wow. Ja, das heißt, das sollte man sehr ernst nehmen. Auch Tamal Krishna Goswami zum Beispiel hat gesagt, er hat sein spirituelles Leben nur aufrechterhalten können, weil er wirklich so ernsthaft daran festgehalten hat, diese 16 Runden aufmerksam zu chanten, hat er nichts dazwischen kommen lassen. Und das klappt mal besser und mal weniger gut bei mir, aber da versuche ich mich immer daran zu orientieren.
Und dann fange ich an zu kochen im Van. Und während ich koche, tun wir dann gemeinsam das Morgenprogramm quasi singen. Im Ganzen durch, was wir so im Tempel halt haben. Und im Tempel wäre dann Frühstück und dann Genau, danach eben Dienst. also Vedasara, also so die komprimierte Form des Morgenprogramms nannten wir das. Wir Genau, kennen ja. das so aus der Computersprache, ne? Wenn alles so komprimiert wird. Ja. Also Ja. ihr singt so zusammen. Da gibt es keinen Vorsänger und Nachsänger, sondern man singt so, let's go, alle zusammen. Man kennt ja irgendwann die Verse, die Strophen. So macht ihr das, denke ich, ne? Genau, so machen wir das. Also das Haben wir auch habe so ich so gemacht. übernommen, weil wir das halt auch, weil ich das so gelernt habe auch und weil ich auch praktisch die Erfahrung gemacht habe, dass man halt auch auf Sankirtan ist alles noch mehr unter Zack. Da muss man wirklich Ja. schauen, dass man, da kann man nicht ausbasen oder ja, da muss man wirklich sehr bewusst sein, sehr zeitsparend, sehr praktisch, sehr sauber, sehr effektiv arbeiten, weil sonst tut man halt immer weniger Zeit eben auf der Straße verbringen. Sonst geht es halt alles drauf und dann, ja, dann passieren auch mehr Fehler und das kostet halt alles Zeit, die dann halt nicht auf der Straße passiert. Und das ist sehr, sehr schade. Also, Aber. wir haben das Turbo-Programm manchmal genannt. Okay. Und es gab die Turbo-Opferung. Habt ihr das Wort Ui. auch? Ja, Das kenne ich nicht. Da geben wir uns schon Zeit. Ja. also so, man kann ja natürlich mit ganz vielen Mantras und Locken und kann man seinen Boga opfern. Nichts spricht dagegen. Im Tempel, ich weiß nicht, wie lange da der Standard ist oder ob es da einen einheitlichen Zeitstandard gibt, wie lange da das Plät vor den Detis steht. Aber ich glaube, so 10, 15 Minuten habe ich schon mal erlebt, ne? Ja. 20 Minuten. Ja. Aber und als ich dann das erste Mal dann im Sankirtan werden, mein Für die Devotis, ich wurde dann beauftragt, du opferst jetzt das Boga-Plate, ne? Und dann ging das los und dieser Mantra noch und jener Mantra und diese Glocke. Und dann irgendwann hat der Sankirtan-Leader gesagt, also heute, wir haben jetzt Prabhupada-Marathon, du müsstest jetzt eine Turbo-Opferung machen. Ja. Wir haben Hunger, wir wollen raus und der hat schon seinen Bananenkarton jetzt auch schon fertig gepackt. Wir können jetzt hier nicht eine halbe Stunde warten. Also Krishna nimmt sich gerne viel Zeit im Tempel, aber Lord Chaitanya, der will raus auf die Straße. Stimmt, ja. Und Srila Prabhupada hat uns auch empfohlen, die beiden Wege simultan zu gehen, also Deti-Verehrung und eben predigen, weil durch die Deti-Verehrung, ja, da gewinnt man halt auch an mehr Tiefe im spirituellen Leben. Und es ist auch wichtig, diesen persönlichen Dienst an Krishna zu machen. Und das ist auch super gut und das funktioniert auch sehr gut. Und mir tut es auch sehr, sehr gut, mal im Tempel zu sein. Aber wenn man dann auf der Straße ist, dann merkt man schon, so, die Verbindung nicht zu verlieren ist wichtig, aber so der Fokus ist dann doch schon auf Sanketan. Und das ist auch, das soll auch so sein, das ist auch gut so. Ja, auch gerade für Predigerzentren wird oft gesagt, dass die sich gar nicht oft mit Detis verstricken sollen, sondern dass die einfach ein Foto oder Plakat oder Wandhang von Gornitai oder von Panchatattva haben. Das eben einfach, weil dieser Deity-Worship ist sehr, sehr aufwendig. Da braucht man einfach viel Zeit. Und das fehlt dann einfach. Ja, und ja, Srila Prabhupada hat auch immer wieder betont, wir wollen nicht riesengroße Tempel und aufwendigen Deity-Worship, sondern wir wollen predigen, ja. Wir wollen Bücher verteilen, wir wollen dieses Wissen weitergeben. Das ist das, was die bedingten Seelen retten soll. Und deswegen versuche ich immer, auch wenn Zeit ist, dass man sich dann auch Zeit nimmt und
dass ich das dann auch ein bisschen ausführlicher mache oder wenn wir mal fahren, dass wir dann gemeinsam die Gaura-Arati auch schöner singen oder so. Aber wenn es darum geht, jetzt aktiv zu werden, dann wird schon auch Zeit gespart. Und ich denke, da ist Chaitanya Mahaprabhu dann auch froh, weil das spürt man auch, dass man dann so beschützt im hingebungsvollen Dienst. Das fühlt sich dann nicht an wie ein Offense, sondern dann ja, unterstützt es einfach die Mission. Genau. Ja, und dann im Tempel geht es dann los mit praktischem Seva, so um 10. Und da hat jeder seinen festen Service. Und ich auch. Und ja, jetzt, weil ich mehr Verantwortung auch immer mehr übernehme, so für Sankirtan und so weiter, rutscht es halt ein bisschen von diesen Tempeldiensten wie Töpfe waschen, Küchenhelfer, Pujari-Helfer und solche Sachen, die halt im Tempel fix sind, dass ich dann halt mehr organisatorisch mache. Zum Beispiel jetzt am Samstag ist so ein Community Sankirtan Festival in Passau. So, dann kümmere ich mich um solche Dinge momentan. Und im Sankirtan Van tun wir dann, jetzt haben wir es uns zum Sadhana gemacht, ein Kapitel Bhagavad Gita zu chanten am Tag. Und das kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Das empfiehlt auch Vaisheshika Prabhu. Ja, ein Gesetz der Buchverteilung ist, your Sadhana must be strong. Dein Sadhana muss stark sein. Ehrlich, aufrichtig und ernsthaft. Ja, weil nur so kann man diesen Geschmack eben auch am hingebungsvollen Dienst entwickeln und auch die Tiefe, damit man dann auch die spirituelle Stärke überhaupt hat, das dann auch weitergeben zu können. Habe ich oft gemerkt, wenn ich einen schlechten Sadhana habe oder das vernachlässige, dann kann ich auch nicht so gut Bücher verteilen. Ja, wenn ich dann zu viel in Passion bin und dann denke, ja, es ist nicht so wichtig, ja, auch wie die Runden sind, Hauptsache schnell durch, weil die Bücher müssen raus, so funktioniert es dann doch auch nicht. Ja, dann ist man halt in den Erscheinungsweisen und ist halt dann in Leidenschaft und dann leidet man dann halt eben mehr, anstatt dann in der Tugend Bücher zu verteilen. Ja, und dann essen wir gemeinsam im Sankirtan-Van. Und dann gehen wir danach auch schon los, tun unsere Sachen packen, die Bücher in die Weglies, was wir so brauchen, und dann gehen wir in die Stadt rein. Und da verfolgen wir, je nachdem, mit wem wir unterwegs sind und was so die Situation ist. Manchmal teilen wir das auf, dass wir dann zum Mittag zurückkommen, nochmal Mittag nehmen und dann wieder raus nach einer kurzen Pause. Aber so hauptsächlich, so meiner Natur entspricht auch eher so am Stück draußen zu sein. Und dann sind wir so 4,5 bis 7 Stunden, je nachdem, ob Marathon ist oder nicht, dann auf der Straße. Versuchen die Bücher zu verteilen. Wenn man mal eine Pause braucht, setzt man sich halt kurz hin, liest was oder so oder auch nicht. Und so gegen 6 kehren wir zurück zum Sankirtan-Van. Und im Tempel ist um 14 Uhr Prasadam. Da macht man dann so eine Mittagspause um 2. Je nachdem, was für einen Dienst man hat, macht man dann halt mittags weiter. Und wir kommen dann halt abends zurück in den Van und nehmen dann Prasadam und hören dann auch Bhajans oder Lectures zu Themen, die halt gerade aktuell sind. Und dann entweder bleiben wir in der Stadt und haben dann Zeit zu lesen oder ich muss dann weiterfahren oder ein anderer Devoti fahren dann in die nächste Stadt und dann schlägt man da sein Lager auf irgendeinem Parkplatz, wo es günstig ist und dann kommen wir meist ins Bett. Das ist auch auf Sankirtan manchmal ein bisschen später als im Tempel. Da wird schon geschaut, dass man dann sehr pünktlich um 9 im Bett ist. Und Wir haben dann, wenn wir eingestiegen sind, um zur nächsten Stadt zu fahren, da haben wir immer dann die Gora-Arti gesungen. Ich weiß nicht, ob genau. ihr das auch macht. Oft machen wir das, ja. Oft machen wir das und jetzt hatten wir aber auch eine Zeit, da hat Bhakta Björn mir dann oft aus dem Krishna-Buch vorgelesen. Das war auch sehr schön. Aber es gibt Nice. tatsächlich, gibt es auch sehr viele sehr erfahrene und fortgeschrittene Gottgeweihte, die sehr viel Wert und Gewicht auf diese Programme legen, diese Vaishnava-Lieder. Ja, Devaki Mataji zum Beispiel sagt, dass ein Haushälter-Ashram ist kein richtiger Ashram, wenn man nicht morgens jeden Tag die Mangala-Arati gemeinsam macht. Und Mahotsaha Prabhu hat Bhakti Vikash Maharaj um Segnung gebeten, wie er noch mehr Bücher verteilen könne, weil er gemerkt hat, er tritt an eine Wachstumsgrenze.
Das ist der Brahmachari aus Atlanta, aus Amerika, der jetzt den Rekord von Harinamananda von, was weiß ich, 1000 Büchern geknackt hat, mit über 4000 Büchern an einem Tag verteilt. Und dann hat Bhaktivikas Maharaj herausgefunden, dass er nicht die Gaura-Arati singt am Abend. Und dann hat er gesagt, sing die Gaura-Arati jeden Abend und dann wird es funktionieren. Und hat sich daran gehalten, hat dann den Rekord gebrochen. Also das ist nicht, dass es irgendwie etwas Unbedeutendes ist, sondern diese ganzen Lieder dienen dem Zweck, Guru Puja, Guru Ashtakam, Nisinga Prayas, das ist alles sehr, sehr wichtiger Bestandteil, damit wir spirituell stark sind und auch unser Bewusstsein reinigen können für den ganzen Tag und ausrichten. Ja. Gut, gut. Sehr, sehr schön. Danke. Okay, ja. Der Tag ist zu Ende oder fehlen da noch Sachen? Habe ich dich zu schnell unterbrochen? Nee, also der springende Punkt, ich meine, der Kern auch an dem, was ich mache, ist halt, dass Chaitanya Mahaprabhu so gesagt hat, dass es war seine Anweisung, Yare Dekha Thahe Kara Krishna Upadesh Amara Agyaya Guru Hanatara Desh. Das ist im Adi-Lila, ein Vers 728, glaube ich. Und da gibt Chaitanya Mahaprabhu die Anweisung, dass jeden, den du triffst, sollst du das Wissen der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam versuchen weiterzugeben. Und wenn du das tust, dann wirst du von selbst zu einem spirituellen Meister. Und in diesem Bewusstsein versuche, das ganze Land zu befreien. Und es ist nicht, dass es irgendwie eine bevorzugte Anweisung an einen Sannyasi, an irgendeinen fortgeschrittenen Guru oder an irgendeinen Tempelpräsidenten ist. Nein, diese Anweisung, die hat Chaitanya Mahaprabhu uns allen gegeben und die gleicht sich auch mit der Anweisung, die Sri Krishna in der Bhagavad Gita uns gibt, ja, dass keiner ihm lieber ist als derjenige, der dieses Wissen sozusagen anderen versucht weiterzugeben. Und ich erfahre persönlich sehr stark, dass wenn ich das oder seitdem ich das versuche, so durch die Buchverteilung, und da gibt es ja sehr, sehr viele Wege, nicht nur die Buchverteilung, wie auch jetzt Paramshreya Prabhu, jetzt hier auch mit dem Kanal. Ja, wir machen hier auch Krishna Katha, sprechen auch über die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam. Das kann man auch mit seinen Verwandten, seinen Freunden machen, wie auch immer. Aber allein dadurch bin ich so schnell vorangeschritten im Krishna-Bewusstsein und kann viel leichter an Krishna denken, mich an ihn erinnern, ja, kann seine Hand spüren, fühle, wie er Dinge arrangiert, wie das eben einfach die Erscheinungsweisen der materiellen Natur sind, die wirken und kann mich selbst immer weniger als handelnden, ja, in der Illusion Betrachten. sein, mich so zu sehen. Ja, da gibt es auch ein ganz schönes Kapitel in der Bhagavad Gita, das dritte, das will ich auch sehr empfehlen, das habe ich hier gelesen vor der Vorlesung. Und da wird es auch im Detail, geht's darum, um dieses in dieser Welt handeln und warum handeln und seinen Pflichten nachgehen. Und ja, das ist so das, wie ich versuche, Krishna zu erfreuen. Einfach, ich bin jetzt im Brahmachari, in einem. Das ist mein Ashram im Varnashrama-Dharma. Ich handle auf der Ebene eines Brahmana oder versuche zumindest so Bücher weiterzugeben, dass ich versuche, den Leuten Wissen weiterzugeben. Das kann man auch auf anderen Ebenen. Aber Srila Prabhupada hat gesagt, dass ausschließlich jeder, sei er jetzt von Geburt an ein Shudra, Vaishya, Kshatriya oder Brahmana, einfach dadurch, weil er diese Bewegung angenommen hat und weil das das generelle Ziel des Varnashrama Dharma ist, sollte er versuchen, sich auf die Ebene eines Brahmana zu erheben. Das heißt, Wissen zu kultivieren und versuchen, immer mehr von niederen Beschäftigungen die aufzugeben und sozusagen die höchste Beschäftigung anzunehmen. Das ist, anderen Menschen das Krishna-Bewusstsein weiterzugeben. Das ist nicht nur die Ebene eines Brahmanas, sondern die eines Vaishnava. Ja, ein Vaishnava, Kripa Sindhu Vya Evacha, ist immer bemüht,
andere bedingte Seelen auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins zu erheben. Und das habe ich gemerkt, ist so powerful. Da gibt es auch einen ganz schönen Vers im dritten Kapitel der Bhagavad Gita, das sagt, wenn wir einfach nur Krishna, den Yajna Purusha, zufriedenstellen, durch ein Yajna, durch ein Opfer, durch unsere Tätigkeit, dann ist für alles gesorgt. Dann müssen wir für nichts anderes mehr uns sorgen. Ja, dann sind wir glücklich, dann geht es uns wirtschaftlich gut, dann werden wir uns religiös erheben. Ja, dann werden wir am Ende unseres Lebens auch Befreiung erlangen. So, und das versuche ich jeden Tag eben durch solche Tätigkeiten. Und da merke ich, da ist so viel Mercy da, ja, da ist so viel Entwicklung und Reinigung auch. Und die Reinigung ist nicht mehr so schwer oder dauert so lange, geht ganz schnell. Und ja, und hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt hier schon zum Beispiel das zweite Mal in diesem tollen YouTube-Kanal von Paramshreya Prabhu auftreten darf. So hätte ich das jetzt nicht angenommen und aufgenommen und so einfach der Anweisung gefolgt, ja, tu das und das stellt Krishna zufrieden. Ich glaube, dann würde ich jetzt heute nicht hier sitzen. So. Und das ist etwas, das kann jeder so nach seinem Vermögen. Nicht jeder kann einfach sagen, so, ich lasse jetzt alles hinter mir und joine jetzt den Brahmachari Ashram. Ja, es gibt auch viele Haushälter hier, sehe ich, oder auch Menschen im älteren Alter. Aber das ist etwas, was so glücksverheißend ist und Krishna so lieb. Und dadurch macht man so viel Fortschritt und tut einfach, während man das tut, kann man gar nicht anders, ja, im Nektar der Buchverteilung heißt es forced surrender, ja, gezwungene Hingabe, gezwungenes sich ergeben, ja, weil wenn man versucht, dieses Wissen anderen weiterzugeben, dann kann man nicht selbstlos sein, dann kann man nicht an fruchtbringende Sachen denken Du meinst oder selbstsüchtig. selbstsüchtig, ja, genau, pardon, habe ich es umgedreht, ja. Weil man ist damit beschäftigt, jemandem Krishna-Bewusstsein zu geben. Und dann denkt man an Krishna, dann versucht man von seinen eigenen Erfahrungen zu erzählen, versucht man mitfühlend zu sein mit dem Gegenüber. Genau, Und es ist genau. sehr, sehr mächtig. Ja, und das, da erzielen wir auch sehr gute Resultate und spüre ich auch am eigenen Leib, dass unheimlich viel Dunkelheit von mir abgenommen wird. Krishna sagt ja, ich befreie dich von allen sündhaften Reaktionen, wenn du das so machst. Und das spüre ich auch sehr. Ja. Super. Vielen Dank, lieber Vedasara. Ich schaue auch auf den Glockenturm. Und hier ganz zum Abschluss noch ein paar kurze Kommentare. Ich fange mal mit dem Sinisha an. Das hast du eben auch angesprochen. Wir sollen im Grunde immer damit zufrieden und dankbar sein, um was wir uns kümmern dürfen. Zufrieden in dem Sinne, dass wir uns in der Lage über Krishna bewusst bleiben. Dass wir in jeder Lage Krishna bewusst bleiben. Unerheblich, ob man Millionen oder nur ein paar Euro auf dem Konto hat. Manchmal nimmt Krishna auch seine unerfahrenen Devotis allen materiellen Reichtum, Freundschaft und Verwandtschaft weg, damit er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich Krishna hinzugeben. Das ist eine besondere Gnade des Herrn, welche materiell orientierte Menschen natürlich nicht nachvollziehen können, schreibt er. Dann Anandita Rama, ich habe kürzlich gehört, dass das Krishna-Bewusstsein zwar nicht automatisch zu einem materiell hohen Lebensstandard führt, sondern eher uns lehrt, mit dem zufrieden zu sein, was wir uns durch unsere Taten erarbeitet haben. Genau. Und was wir natürlich von Krishna bekommen, würde ich vielleicht noch hinzufügen. Ja, Idang Paramam, nee, warte mal. Denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Vielen Dank für eure Gemeinschaft, schreibt Sharad Purnima. Und sie muss jetzt leider los, wir auch. Oh, Vielen schade. Dank, Vedasara Prabhu, deine Verwirklichung, Hare Krishna. Und Clemens schreibt, sehr inspirierende Worte, hat mir wieder mehr Schwung gegeben. Ich danke dir, Vedasara.
Schön, dich zu sehen, Clemens. Ich habe Ich mich auch freue mega gefreut, dass ich jetzt mal dabei bin, wenn du auch da bist. mich. Sehr schön. Ja. War toll, danke dir. Peter, Danke. Sarah, wir laden dich bestimmt bald wieder ein. Die Zeit ist wie im Flug davongetragen worden. Ich bin aber Ging froh, echt dass schnell. die Internetverbindung dann doch irgendwie hier nicht gerissen ist. Und wir können ja dem Veda Sara mal ein gemeinsames Haribol zurufen. Veda Sara, bist du bereit für ein Haribol von den Nektarhummeln? Klar. Okay, super. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Schaltet alle eure Mikrofone einmal ein. Drei, zwei, eins. Haribo! Haribo! Alles Gute weiterhin, auch für dein Seminar jetzt am Wochenende. Und für die, die mit Veda Sara da noch tiefer vielleicht ins Gespräch kommen wollen, dürfen wir deine Adresse verraten? Keine Ahnung, E-Mail, Telefon, Klar. WhatsApp. Die Ja. blenden wir dann in der Videobeschreibung ein. Dann könnt ihr Veda Sara direkt kontaktieren, wo das nächste Seminar vielleicht stattfindet, wo man von ihm direkt erlernen kann, wie man Bücher verteilen kann, wie man Menschen nett anspricht und sie inspiriert, vielleicht sogar Fotos mit ihnen zusammen machen kann. Das Seminar würde ich gerne mit dir mal besuchen, weil da tue ich mich manchmal noch etwas schwer. Ja, ich würde sagen, Veda Sara, vielen Dank. Und du kannst ja noch mal einmal den Hare Krishna Maha Mantra für uns singen oder rufen, wie du möchtest. Und wir singen einfach einmal hinterher. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Srila Prabhupada ki Jai. jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare.